Und herzlich willkommen auf dem Kanal von Christa2706. Ich entschuldige mich jetzt gleich vorweg. Es könnte passieren, dass ihr jetzt und auch in späterer Folge ab und zu diese Geräusche hört. Meine Nachbarn sind am Garten, machen, schneiden Bäume um und so weiter. Ich kann aber leider nicht mehr warten. Ich muss jetzt aufnehmen. Sonst gibt es morgen keine Sanders. Also heute. Und ja, entschuldigt das bitte, ist einfach so. Kann man halt nicht ändern. Wir sind in Oasis Springs. Zurück vom Berg, zurück in ein bisschen Wärme bei Armando. Ich hatte ja neulich gesagt, der Tim ist unser ältester Toddler. Das stimmt nicht, da habe ich mich geirrt. Der Tim ist der älteste Siebenlinge-Toddler. Aber bei Armando gibt es ja noch die Zwillinge und die müssen dringend zu Kindern werden. Ihr habt ja gesehen, Tatjana und Armando haben in Mount Coralby noch versucht, ein Baby zu machen. Das wissen wir auch noch nicht, ob das gefruchtet hat. Da könnten wir dann auch noch zusammen einen Schwangerschaftstest machen. Es gibt noch eine Überraschung im Haus. Tak, 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 tak. So, sind wir im Keller, da wollen wir auch nicht hin. Und zwar haben wir jemanden hier. Denn es ist ja Geburtstag. Und ihr wisst ja, bei den Geburtstagen sind die Paten der Kinder immer herzlich willkommen. Insofern ist natürlich Minimi hier. Sie ist hier oben, sie malt ja auch sehr gerne bei mir. Und ja, lassen wir sie, sie war schon sehr fleißig. Ich habe schon gefühlt 17 Kuchen mit ihr gebacken. Weil, ja, das übliche Problem. Die Kinder und die Tiere und so weiter. Meine Torten dann angeknabbert haben. Aber wir haben jetzt hier eine rosa Torte, eine blaue Torte und eine Kokosnusstorte und noch die Reste des Winterkuchens, den ich haben wollte. Ihr seht, es ist genug da. Ach, das ist unser Butler. Ich habe alle umgezogen, weil die waren alle kreuz und quer, von Winter bis Pyjama, Kleidung, habe ich sie alle mal auf normal gemacht. Hallo süße Maus, hier ist unsere Sky. Du wirst heute älter, du hast Geburtstag, Schatz. Ja, dann werden wir, dann lassen wir den Papa hier. Was macht denn der Papa? Energieumleitung, die Mama schläft noch. So, also der Daddy, der soll hier mal, ja, soll das erste Mal die Geburtstagstat, die Party starten, gell? Wir machen jetzt mal eine Einladung. Gesellschaftliches Ereignis planen. Und los. Das ist also Sky. Wo ist der kleine... Wo ist der kleine Tian? Dass wir sie klein auch noch mal sehen. Hier ist er, der Süße. Und tanzt. So. Wir möchten gern eine Geburtstagsparty. So, wir haben Tian und Sky heute als Geburtstagskinder. Und dann laden wir mal ein. 15 maximal. Also die, die da sind, brauchen wir nicht einladen. Angela, Ben. Und dann möchte ich gerne die anderen Großeltern noch einladen. Wenn das geht irgendwie. Ja, Hector und Sarah. Das war jetzt mal das Wichtigste. Und dann natürlich die Geschwister. Dann laden wir den Tim ein, das ist der Nächste. Natürlich würde ich auch gerne die anderen einladen. Ach, Romy ist auch noch, genau. Jana.
haben schon so eine große Familie. Welche Dottler kennt er noch? Den Tian, das ist der Bruder. Den Tim haben wir eingeladen. Dann nehmen wir noch Elisa. Ist Tio überhaupt dabei? Ja. Und Benedikt. Nein, das geht eh schon nicht mehr. Sobald die Kinder sind, werden wir da auch eine Gruppe machen. Das machen wir zu Hause. Nicht im Sanderspark, wir feiern hier. So, die Mansons. Manson heißt der Hund, deswegen passt das aber ganz gut, sonst kann man es eh nicht mehr unterscheiden, wenn alles Sanders heißt. So, ein Kuchen wird benötigt. Jawohl, den Kuchen haben wir schon. Den könnten wir gleich mal rausservieren. Hier. So. Das wird jetzt alles hier rausgebracht. Eins. Zwei. Ich weiß, wir brauchen nicht alle drei, aber ist ja egal. Ah, es haben wir jetzt zwei. Okay. Gut, wenn viele Leute kommen. Der Winterkuchen kann auch noch raus. Der Winterkuchen kann auch noch raus. Die Sarah ist gekommen. Schaut euch das an. Dass wir das erleben können. Amandos Mutter kommt doch tatsächlich zum Geburtstag. Wahnsinn. So. Jetzt laden wir noch die anderen ein. Das kann vielleicht Tatjana machen. Einfach so einladen. Melinda kann kommen. Die Kleinen können kommen. David. Omi ist es doch nicht gekommen, oder was? Luke. Nee, die kann man doch mal auswählen. Die habe ich doch schon eingeladen. Ist Heidi mit Tatjana? Nee, Tatjana war ja, das weiß nicht, der... Den Kirk könnten wir einladen. Hier. Der Thread. Lehrer haben wir schon. Okay, vielleicht geht sich das sogar noch aus, dass die kommen. So, Minimi, was machst du? Tanzen, sehr gut. Du wirst jetzt hier mal alles servieren, und zwar vom Feinsten. Und dann werden wir mal die Kleinen rausholen. Amando, komm, deine Mama ist da. Setz dich hin. Er hat einen Zuckerschock. Die Kleine steht schon wieder auf. Wer kommt denn nun? Die gehen alle wieder nach Hause, oder was? Gut, dann Minimi. Komm mal her. Tian, glaube ich, ist der Ältere. Wir werden ihn helfen, Kerzen ausblasen. Na, Jana? Bist du groß geworden, sagt sie. Natürlich geht sie auf die andere Seite, wie wir uns gedacht haben. Fluffy. So schön.
Und jetzt wird er älter, der kleine Mann. Oma guckt. Oma Angela guckt. Na, Diane? Wie wirst du aussehen? Oh. Ach so. Ich muss aus dem Dub-Modus, gell? So, jetzt habe ich das gar nicht abgestimmt, aber er war neugierig und ich denke, er soll auf alle Fälle mental bekommen. Ich möchte, dass er ein super intelligentes Kind wird. Und deswegen kriegt er hier auch Intelligenzbestie. So, lass dich mal ansehen. Hallo. Oh, das sind schöne Augen. Sommersprossen. Ja, okay. Im Style können wir doch ändern. Aber schon mal gar nicht so schlecht. Gell? Super. Happy Birthday, Tian. So. Was machst du? Weglegen. Das ist gut. Hallo Lena. Hallo Erik. So. Und du Sky. Dann lassen wir es jetzt bitte einmal dieses Buch weglegen. Das ist ja anscheinend so wichtig, dass es nicht anders geht. So, dann werden wir das Ganze nochmal probieren. Geil. So, sonst fragst du einfach, mit dem hier geht es nicht. Dann frag du die Oma, das ist auch okay. Wenn Tante Sandra, ach jetzt, kommt sie oder? Ich glaube, sie muss jetzt was anders tun. Sie ist hier mit Aufräumen beschäftigt. Och, der Tim sitzt auch da. Hallo, Maniac. Oder doch? Was ist los hier? Geht das nicht? Das ging doch gerade vorhin. So, dann bittest du den Opa. Der sitzt so schön da. Draußen geht die Mary vorbei und die Kerstin. Jetzt, der Opa. Der Opa schafft es. Oh, Ben. Auch nicht. Okay. Okay, ich habe verstanden. Ihr wollt hier nicht. So, jetzt geht es, glaube ich. So. Oder auch nicht. Was ist denn los? Mal.
lieber Sky, Happy Birthday. Ui. So, sie war heikel. Und aber ihr würde ich sagen, sie wird ein kreatives Kind. Ein kreatives Kind, ja. So, und da würfe ich einfach mal Katzenfreundin. Ja, warum nicht? Nehmen wir das so. Eine Katze haben wir ja. So. Lass mal gucken. Lass mal gucken. Oh ja. Die Ähnlichkeit ist zu sehen. Die Ähnlichkeit ist zu sehen. So, ich werde sie jetzt gleich umstylen und wir sehen uns nachher wieder. Ja, und zu lachen gibt es eigentlich gar nichts, denn ich habe mal wieder vergessen, beim Zurückkommen aus dem Chaos die Pause rauszunehmen. Jetzt habe ich nur noch Fotos für euch vom Rest der Aufnahmen. Es war eigentlich nicht mehr so viel. Ich habe die Kinder gestylt und ja, das ist der Tian. Er soll so der richtig super schlaue Kerl werden, der überall was mitzureden hat. Aber eigentlich ein ganz umgänglicher Typ sein. Und ja, hat natürlich eine gute Beziehung zu seinen Geschwistern. Und das sind seine Outfits. Irgendwo hat er auch noch einen zweiten Schlafanzug-Outfit, aber den habe ich jetzt nicht mehr gefunden. Und ja. Ihr werdet das ja so nach und nach sehen, denn so werden sie jetzt doch einige Zeit herumlaufen. Und das ist die kleine Sky. Ich habe mir gedacht, es wird so ein bisschen... Romy wird so ein bisschen die Mentorin werden von Sky, denn sie ist ja die nächst nähere weibliche Verwandte und hat sich ja Spaß, der Kleinen etwas beizubringen und so. Und deswegen ist auch der Style ein bisschen ähnlich zu dem, wie ihn Romy hatte, auch die Farben. Jetzt ist sie natürlich noch ganz Prinzessin und steht auf Pink und Lila, wie es halt so ist. Ja, das sind also ihre Outfits. Und dann haben wir ja gesehen, in Mount Kovarevi wurde versucht, Bibi zu machen, nachdem Tatjana schon Gott und die Welt angerufen hat. Und dann haben wir noch einen Schwangerschaftstest gemacht. Und was glaubt ihr? Bingo! Sie ist schwanger und Armando war so glücklich. Sie freuen sich beide. Sie haben es dann noch Minimi gesagt. Ich weiß nicht, ob sie sich gefreut hat. Sie ist, glaube ich, geflüchtet. Noch ein Patenkind mehr. Aber ja, liebe Sandra, du hast es dir so ausgesucht. So wird es jetzt weitergehen. Es tut mir leid, dass der Schluss fehlt. Ich packe euch jetzt gleich noch die Fotos drüber vom Rest der Folge und sage dann, kann dann nur noch sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich wünsche euch alles Gute und Liebe. Macht es gut. Ciao und Baba. Eure Christa.